Also um auf die Bemerkung gleich vorweg zu antworten, ich bin nicht der Bademeister, sondern ich würde mich über Sicherheit in den Bädern freuen. So war das. Und sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ein sehr erfreuliches Thema, Öffnung der Sommerbäder und der Spaß, der damit verbunden ist, hat leider eine etwas unfreundliche Komponente, über die wir heute sprechen müssen. Nebenbei gesagt, was auch wieder sehr unerfreulich ist, dass die Bäder wieder unregelmäßig öffnen, die Sommerbäder. Das heißt, die Berlinerinnen und Berliner dürfen raten, wann ihr Sommerbad nun endlich denn offen hat. Aber gut, es sind nie alle guten Dinge beieinander. Und abgesehen von diesen kleinen Ärgernissen steht für den Betrieb in allen Bädern gleichermaßen die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt. Baden soll Spaß machen. Der Badebesuch gilt für Familien, Großeltern, Seniorinnen und Senioren als gemütlicher Ausflug, bei dem vor allem die Kinder, Eltern und auch Großeltern gemeinsam aktiv werden und Spaß haben. Voraussetzung für ein angenehmes Badeerlebnis ist das Wohlbefinden der Gäste. Die Berliner Bäderbetriebe stehen hier in der Pflicht, ein sicheres Umfeld zu schaffen, wo man vor Pöbeleien, aber vor allem auch vor Straftaten sicher ist. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Ausschreitungen zwischen den Badegästen. Drogenkonsum, Beleidigungen, aber auch Diebstähle sind eigentlich fast an der Tagesordnung. Streitigkeiten unter den Jugendlichen führten mehrfach zu Massenschlägereien. Um das Ausmaß der Gewalt in der kommenden Saison entsprechend einzudämmen, muss die konsequente Durchsetzung von Verhaltensregelungen erfolgen. Verstöße gegen die Badeordnung sollen sofort geahndet werden und in groben Fällen bei strafrechtlicher Relevanz muss es auch entsprechend Anzeigen geben und das Hausverbot durchgesetzt werden. In diesem Sinne verstehe ich auch den Änderungsantrag übrigens der FDP. Als ein Problem in diesem Zusammenhang hat sich allerdings in der Vergangenheit erwiesen, dass fast alle von den Berliner Bäderbetrieben gestellten Strafanzeigen wegen Vergehen in den Sommerbädern von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Die Ursachen dieser unbefriedigenden Statistik sind vielschichtig. Hauptgründe für die Einstellung der Verfahren sind fehlende Zeugenaussagen und vor allem altersbedingte Strafunmündigkeit. Vor diesem Hintergrund möchte ich zu dem zweiten ebenso wichtigen Aspekt notwendiger Sicherheitspolitik in den Berliner Sommerbädern kommen, die Prävention. Um die Gewalt am Beckenrand nachhaltig in den Griff zu bekommen, sind präventive Maßnahmen zu treffen, die das Aggressionspotenzial der jungen Besucher abbauen. Hier spielt neben der Aufklärung darüber, dass ein Regelverstoß konsequent geahndet wird, das Angebot von Alternativen meiner Meinung nach eine bedeutende Rolle. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass auf den Freigeländen der Sommerbäder Bolzplätze, Basketballkörbe, noch mehr Tischtennisplatten etc. aufgestellt werden, um auch neben dem eigentlichen Badebetrieb den sportlichen Wettstreit zwischen den Jugendlichen zu befördern. Es muss den Verantwortlichen vor Ort gelingen, andere Anreize zu schaffen, denn Langeweile führt zu Pöbeleien und mündet oft eben leider in gewalttätigen Auseinandersetzungen. Darüber hinaus schlagen wir eine Überprüfung der Einlasskontrollen vor. Gründliche Durchsuchungen der Badegäste sowie deren mitgeführten Taschen und Rucksäcken sollten zumindest vor Messer und anderer Waffennutzung im Bad schützen. Auch das gibt es dort regelmäßig. Und mit Blick auf die aggressionspotenzierende Wirkung übermäßigen Alkoholkonsums darf auch die Prüfung eines generellen Verbots von Spirituosen, Bier und Co. in den Sommerbädern kein Tabuthema mehr sein. Die CDU-Fraktion möchte mit dem vorliegenden Antrag die Besucherfreundlichkeit der Berliner Sommerbäder verbessern. Schwimmbäder sind beliebte Freizeitorte, an denen sich Menschen jeden Alters und jeder Herkunft eigentlich gern aufhalten sollten. Soll dies auch in Zukunft so bleiben, müssen die konsequente Durchsetzung von Verhaltensregelungen sowie die Ahndung von Verstößen gegen diese unverzichtbare Bestandteile der Sicherheitsstrategie vor Ort sein. Auch wenn die Bäderbetriebe bereits viel getan haben, prägten in den vergangenen Jahren leider immer wieder Eskalationen das Bild der Berliner Sommerbäder. Das muss endlich vorbei sein. Im persönlichen Gespräch mit jungen Familien und auch älteren Menschen ist immer wieder gesagt worden, dass die Atmosphäre in den Sommerbädern leider nicht so ist, wie man sich wünschen würde und man daher lieber ausweicht auf andere Bademöglichkeiten, zum Beispiel die Seen im Umland von Berlin, statt das Angebot der Berliner Bäderbetriebe in der Innenstadt wahrzunehmen. Daher fordern wir den Senat auf, gemeinsam mit den Berliner Bäderbetrieben und gern auch mit dem Sportausschuss in diesem Hause Maßnahmen zu entwickeln, um die Sicherheit in den Bädern nachhaltig zu verbessern. Stichwort sollte hier sein: Null Toleranz. Danke.